Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ages of Time mit dem guten Streetigger. Einen wunderschönen guten Hallo. Dem Olli. Guten Tag. Ungefähr die Richtung müsste er sein, da dahinter. Im Hintergrund haben wir gerade noch die Helami, den André und den Haki. Hallo. Guten Abend. Genau. Ich glaube, die hier in dem Kanal gerade sind, sind auch die gerade auf dem Server sind. Also von daher ist immer was los hier. So, der gute Streetigger, auch unter seinem Pseudonym Klaus bekannt. hatte eine gute Idee, und zwar, er hatte ein Gebäude gebaut. Ja, wir kennen ihn ja nicht. Da gucken wir jetzt mal rein und da werden wir gleich noch mit was versorgen. Denn das meiste davon müssen wir, glaube ich, schon im Inventar haben. Und ja, das bauen wir zusammen. So, dann Hast du noch einen Eimer? Ich habe einen Eimer mit Wasser. Ah, okay, gut. Ich brauche nämlich noch einen. Okay. So. Als ob da hinten nicht genug Wasser wäre, aber Nein, du kannst ja auch das große Wasser unten nehmen, ist gar kein Problem. Genau. So, dann gehen wir hier mal durch diesen wundervoll gestalteten Tunnel und kommen hier zu den Mighty Pirates Incorporated. Yeah. Super. Wir hatten nämlich gesagt, da hinten das, was hier so ein bisschen in der Gegend rumsteht, ja, alles schön und gut, aber da könnte noch ein Casing drumherum, nicht? Genau, das und Casing habe ich jetzt halt nicht darum gebaut, sondern hier. Genau. Aber das mit dem Eingangstor, da hast du schon ein ganz kleines bisschen beschissen, oder? Aber ist okay. Was, wieso? Wieso? Ja, Riesentor und nur eine kleine Tür drin. Ja gut, wir haben leider keine Mod für riesige Türen. So. Das war früher nicht sowieso, dass du so riesen Werkstore hast und nochmal eine kleine zum Normaldurchlatschen? Eigentlich ja, schon, ja. So, und unsere Vorgehensweise sieht so aus. Wir brauchen eine Canola Press, wir brauchen 4 Oil Generators und 4 Fermenting Barrels. So, und du sagst wohin? Wie es aussieht. Ja gut, ich hätte jetzt im Prinzip gesagt, ich weiß es nicht. Ich hätte vielleicht gesagt, in den noch nicht vorhandenen Keller, aber... Sollen wir es einfach mal zentral da hinten vielleicht hinstellen? Ja, das können wir machen. Du kannst es ja jederzeit abreißen. Das ist ja echt, also der Aufbau ist ja echt Pillepalle, hätte ich beinahe gesagt. Ja, das kriegst sogar ich hin. Da kommt eine Presse hin. Die Presse versorgt 4 Fermenter. Und die 4 Fermenter bedienen insgesamt 4 Generatoren. So, und damit ist der Aufbau schon quasi fertig. Ja, cool. Okay. Feierabend. So. Jetzt brauchen wir noch was für die Canola pressen. Ne? Und wir brauchen initial mal ein kleines bisschen Energie. Guck mal, hier auf der Seite müsste. Ja, hier ist noch ein bisschen Energie. Oder ich glaube, weißt du was, ich klaue mir. Jetzt muss ich den Wassereimer loswerden. Also zumindest Wasser im Eimer, verdammt. Mach doch hier einfach ein Loch rein. Ich mache in deinen Fußboden kein Loch rein. Das gibt's nicht. Das habe ich schon gemacht. So. Der Fußboden ist nicht gechiselt. Das ist das Einzige, was an dem Gebäude nicht gechiselt ist. Ja, okay, gut. So, dann versorgen wir den einen der Oil Generator mit Öl. Und machen dann eine... Ne, da müssen wir in der Mitte was anders setzen. Habe ich die noch da. Genau. So, in die Mitte kommt eine Signalum-Plated Item Duct. Und dann kommt hier... Jetzt habe ich natürlich zu wenig davon einstecken. Müssen wir gleich noch welche nachbauen. Machen wir einfach mal so. So, okay. Ich habe ein Bett. So, ihr seht schon, der Oil Generator hier, die Energie wird verbraucht und wandert in die Canola Press. Die Canola Press baut aus dem Canola Canola Oil. Canola Oil wird im Fermenter zu Öl und Öl wird im Ölgenerator verbrannt. Ganz einfache Geschichte. So, jetzt fehlen uns noch ein paar Sachen.
Leadstone Fluxduct. 1, 2, 3, 4. 4 Stück. Dann besorge ich mal. Nein, ich baue das dahin nicht ab. Ich besorge mal 4 Stück. So. Achso, aus dem Canola Oil wird einfach nur Oil. Okay. Genau. Könnte man das Öl eigentlich auch nutzen, um den Dieselgenerator zu betreiben? Ja, das kann man. Das war sogar einer der Kommentare, glaube ich, bei mir, wenn ich es richtig weiß. Ja, das war in einem in den Kommentaren drin gestanden, dass man das machen kann. Habt ihr ja völlig recht. Ja, cool. So, oh. Nicht cheaten, nein. So, die da hier wollen wir. 6 Stück. Machen wir 6 Stück, das reicht, oder? 1, 2, 3, ja, reicht. Allzu viel von dem Ding. Grünes Wasser. Ich weiß auch nicht, warum du da grünes Wasser hast, aber ich werde es gleich wieder abschöpfen. Man kann ja nie wissen, wozu man Wasser braucht, ne? Ja, ja, klar. So, da haben wir das Wasser. Und dann kommt da wieder der Erdblock rein. Juhu, alles aufgeräumt. Ja, schick. So, und damit haben wir jetzt dann die komplette Maschine verkabelt. Jetzt kann sie sich selber versorgen, solange man genügend Canola-Seeds reintut. Mhm. Das Problem ist nur, die Canola-Seeds müssen ja auch von irgendwo herkommen. Und jetzt ist dann dein Einsatz. Wo möchtest denn du den Rest hingestellt haben? Den Rest habe ich irgendwie gebaut. Nee, ich habe natürlich noch nicht mal Wolle einstecken. Das ist ja... Schlimm. Das ist ja also echt schlimm, ja. Ja. Mhm. Ist wirklich schlimm mit dir. Rest ist was. Nehmen wir einfach mal die zwei. Okay. Also ich hätte gesagt, die packen wir erstmal hier hin. Okay. Und dann kann man hier vielleicht nochmal zwei dazu packen, also insgesamt 4. Sollte es mal nicht ausreichen. Du bedenkst aber auch, dass wir dann halt Wasser brauchen. Bitte? Wasser brauchen wir noch. Ja, Wasser. Aha. Wasser. Das machen wir ein bisschen unten drunter. Okay. Hätte ich jetzt mal gesagt. Okay. So, die zwei noch. Da muss im Wasser stehen, gell? Ja. So, würdest du mir noch freundlicherweise deinen Wassereimer reichen? Oder so, ja, genau. Moment. So, gut. Einmal stilles Wasser. Kein sprudeliges. Braucht auch RF? Nein, braucht er nicht. Nein. Achso, okay. Der zeigt nur an, dass er RF haben möchte, aber brauchen tut das dann tatsächlich nicht. Okay, warte, so. Können wir hier wieder zumachen. Dann werden wir den da... Achso, du willst es ja da dran haben, genau. Genau. Habe ich ihn? Ich habe ihn, ja. Ich habe ihn erwischt. So, und wenn ich ihn jetzt richtig platziert habe, müsste der eigentlich... Jawohl, er hat schon Wasser. Dann hat er jetzt noch Bone Meal. Damit kann er das dann düngen. Dann können wir auf die andere Seite dann irgendwann nochmal einstellen. Ja. Dann hat er oben... Ja, natürlich habe ich zu wenig RF-Kabel gemacht, ist logisch, ne? Warte mal kurz. Ich glaube, ich habe noch meine Engineers Toolbox dabei und da sind noch Wire-Konnektoren. Ja, genau. Mhm. Und ich habe sogar noch Relais. Oh. Halt alles nur LV. Spielt keine Rolle, wir brauchen hier nicht viel Energie. So, machen wir mal hier eins dran. Hm? Ist eigentlich erstmal egal. Aber da... Kannst du ja theoretisch eine 1:1 Verbindung hier machen. Das müsste ja funktionieren. Das ist nicht das Problem. Ja. Genau. Ja, genau. Wunderbar. Dann machen wir hier auch. Haben wir eine. Und dann packen wir hier den Erdblock rein und die Canola-Seeds rein. Und wächst. Sehr schön. So, jetzt haben wir natürlich das Thema. Jetzt muss man aus der Ecke hier rausziehen. Kann man... Nee, nicht vorne? Also das ist doch vorne, oder nicht? Oder das ist hinten. Bin ich da jetzt verkehrt? Ach so. Wir können es aber auch gerne mal versuchen zu drehen. Ja, aber dann hätte ich nämlich gesagt, könnten wir in die Mitte gerade mal so ein Conveyor-Belt oder sowas darüber packen. Mhm. Ich suche gerade, hast du einen Hammer einstecken? Ich habe natürlich wieder keinen Hammer. Ja, Moment. Hier ist einer. Hier, bitteschön. Ja. Ich gucke mal, ob ich Conveyor-Belts finde. Okay. So, das scheint genauso zu funktionieren. Sehr schön. Sehr schön. Wenn er jetzt noch Wasser nachzieht. 4000. Sieht gut aus. Strom hat er noch.
So, Hall, sag mir mal, haben wir noch Conveyables? Drei Stück. Nicht ganz ausreichend, nein. Nein. Rezept 8, 16, 19 Stück. Und ich habe noch eins, einen Vertikal-Hopper. Und warte mal, kann man die nicht sogar umbauen auf eine... Du kannst sie auf Diagonal, glaube ich, stellen, oder? Ja, Dropping und... ich dachte, da gibt es noch das Hopper-Ding. Dropping? War das nicht Dropping-Conveyor-Belt dann? Das kann sein, ja, aber das... Müsste man dann trotzdem... Ne, ich habe irgendwie noch so ein Rezept im Kopf von der früheren Version. Da hast du noch so einen Hopper drunter gemacht und dann konntest du das auch direkt in eine Chest reinpacken. Mhm. Dann tausche ich da nämlich nochmal einen Teil aus. Ich mach das automatisch in eine Chest rein. Du musst ihn nur daneben stellen. Ja, ich meine aber, dass du die zum Beispiel von unten dann quasi das Conveyor-Belt auf die Kiste drauf packst. Verstehst du? Ja. So, aber wir haben dann noch den Splitter und wir haben dann noch das Dropping-Conveyor-Belt. Da brauchen wir eine Iron Trapdoor. Echt, ist das das Originalrezept? Okay, ich dachte, das wären 6 Ingots. Siehst du mal. Ich glaube, da hat keiner von uns dran rumgedreht. Glaube ich. Ups. Ja, man würde noch hoffen können, oder? Aber wenn wir das eh schon so umbauen, ne, weißt du was, dann hole ich nochmal eine Gartenklosch von drüben, während du gerade noch Conveyables merkst. Ja. Gott, ich habe das Wort schon bei Gregtick gehasst. Conveyor. Einfach Conveyor. Das habe ich jahrelang in der alten Firma quasi aussprechen müssen, weil das eine amerikanische Firma war. Okay. Da hieß es dann nicht Fördertechnik, sondern Conveyor. Okay. So, und jetzt kann ich... Ach, da drauf geht gar... Nein. Doch, geht. Irgendwie, oder? Hallo? Eben wollte er mich doch machen lassen. So, dann nehme ich gleich noch einen Seed mit. Genau. Nein, hör auf. Lass das Zeug drin. Du weißt, dass wir hier den halben Server schon mal lahmgelegt haben, weil das Bild vollgelaufen ist. Es war zwar mein Fehler, ja. Aber... Oh. Musst du einfach ein Void-Upgrade zwischenmachen mit dem Drawer, dann ist das Problem nicht mehr da. Da hast du recht. So, jetzt bin ich echt mal gespannt. Ups. Auf zu... Ich finde das ja genial. Ja, ich fütter die direkt so über die Pipe rein. Mhm. Cool. Jetzt brauchen wir bloß noch ein Output für die Seeds. Genau. Die Seeds müssen quasi zwischendrin irgendwie raus. Ja, wenn wir da oben drüber noch jetzt noch eine Kiste drüber packen, müssten die eigentlich... Oder müsste das eigentlich gehen, ja? Trashcan und einen Filter. Könnten wir auch machen. Weil ich glaube, die Seeds brauchen wir ja eh nicht, oder? Nicht wirklich. In den Kompost packen, dann kriegst du Biokohle raus oder Biomesh, die kann man brennen, dann hast du Biokohle. Oh, cool. Das ist natürlich auch was. Wie machen wir das jetzt am geschicktesten? Ich hole jetzt erstmal eine Barrel oder sowas. Das kannst du tun. Ich weiß, dass ich das kann, ja. Mensch, ich will das Zeug nicht alles aufheben. Habe so. Ich auch schon. Schön da rein. Wir bräuchten wahrscheinlich sogar 2 Barrels oder sowas in die Richtung. Weil, wenn das Ding in der Mitte, Fermenter heißt es, glaube ich, gell? Canola Press. Wenn das nämlich voll ist, dann müsste man im Prinzip den Klosch sagen, dass die dann aufhören müssten, ne? Richtig. Genau. Ja, vielleicht kriegen wir das auch noch über eine andere Mod hin. Also irgendwie hängt da drüben, da hat irgendjemand gebastelt, hängen Kabel von Inductive Logistics dran. Und die prüft wahrscheinlich ab, ob die Chest leer ist. Da gucke ich mal. Weil irgendjemand hat gebastelt, hat nichts gesagt, aber okay. Also ich habe bloß oben gebastelt. Also im
Dingens, wie heißt der? Bahnhof, genau. Weil da ist ja wunderbar. Nix. Ja, funktioniert. Also die Barrel, der Basic Drawer wird befüllt mit den Seeds. Okay. Schick. Echt schick. Ein Redstone Receiver, weil ich kann mich nicht daran erinnern, sowas gebastelt zu haben. Wo bist okay. denn du? Bei den Garden Glosches beim Feld hinten. Da ist ein einziges Receiver-Wire drin gewesen. Warum, weiß ich nicht. Achso, ich habe da was getestet. Das kann sein, dass ich das vergessen habe abzubauen. Okay. Kein Problem. Entschuldigung. Kein Problem. Aber wir gucken jetzt mal, dass wir das vielleicht auch noch hinbekommen. Ich glaube, das ganze Zeug ist oben, ne? Ja, bestimmt. Oder? Ja, und gerade ist es auch wieder finster wie im... Du weißt schon, ja, ne? Ich lieg schon. Ja, der berühmt-berüchtigte. Mhm. So, ha, wunderbar, hat schon geklappt. Ja, dann gehe ich mal hoch in den Bahnhof und guck mal, ob ich da noch das Zeug finde, was wir dann brauchen. Da müssen wir tatsächlich mal den Mod-Entwickler einladen. Ja, mhm. Also die Mod, die ist wirklich phänomenal. Wobei ich nicht weiß, ob er nicht an manchen Stellen ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber es ist nur eine Möglichkeit. Ja. Wie hieß der eine Block, wo man auch programmieren konnte da drin? Ach Gott. Den Redness Controller. Bitte? Weißt du, nee. Wir also, können das, glaube ich, auch anders lösen. Ja, wie? Oder? Nee, doch nicht. Ich habe gerade überlegt, ob man vielleicht die Conveyor Belts drüber laufen lassen könnten. Ja. Und dann reindruppen lassen in die Presse und alles, was nicht in die Presse geht, läuft weiter und druppt dann quasi dahinter in einen Drawer. Bin ich mir aber nicht sicher, ob das geht. Müsste theoretisch. Also ich habe das Belt noch da, ne? Also hier so ein Dropping-Conveyor-Belt. Mhm. Das könnte man theoretisch machen, aber sobald die Drawer eben voll sind, müssten wir die halt auch abfragen. Ja gut, das muss überhaupt abschalten, ja, da hast du recht. Ja. So, warte mal, das brauche ich. Das nehme ich mal mit da, die Kiste nehme ich noch mit, den Rest lasse ich mal da. Du könntest vielleicht mal gucken, ob du schon ein Circuit Casing und einen Sensor Reader bauen kannst. Circuit Casing, Sensor Reader, gut, ich gucke. Ja. Bei Circuit Casing gibt es 3 Tiers, das kleinste müsste eigentlich ausreichen. So. Arsch. Das waren die Knöchel. Nicht kaputt machen. Nö. Circuit Casing. Basic. Gut, habe ich. Und dann war das noch ein Sensor. Sensor Reader. Von dem bräuchte man eventuell 2. Wobei, nee, brauchen wir eigentlich gar nicht. Wenn wir da ein Dings reinmachen, ein Void Upgrade. Ja, aber wir können sie ja abschaltbar machen. Ja, wir können doch, sie einfach mal machen. Dann machen wir zwei. Es kommen E6 beim Rezept raus, also spielt gar keine Rolle. Haben wir da. Okay. Gut, dann brauchen wir noch 2 Sensoren. Jetzt muss ich mal gucken, welche das sind. Sensor, und zwar Inventory. Item. Item-Sensor. Item-Sensor, genau. 2 Stück. Ich glaube, Lenksensoren müssten wir noch haben. Nee, leider auch nicht mehr. Schade. Alles schon erledigt. Ich habe die Item-Sensoren schon. Mein Gott. Deswegen haben wir auch keine mehr. Aber jetzt brauchen wir noch das spezielle Kabel davon, ne? Das war doch irgendwie nicht Transport, Injection, Fluid, ne, Extraction. Gab es da nicht noch eine extra Pipe dafür für Redstone-Signal oder war das die Standard-Ein? Nee. Nee, da gab es noch andere. Oh Gott, wie heißt das nochmal? Inductive Logistics. Nee, das Advanced Redstone war das.
glaube ich. Oder Advanced Redstone? Nö, sehe ich nicht. Automated Redstone, so rum. Halt, ja. Ich bin ja blöd. Redstone Receiver Wire. Genau. Close received Redstone Signals to the Wires 8-Bit State Bitwise or Redstone Receiver. Ne, wir brauchen schon die Kabel, glaube ich. Oszilloskop. Emitter, Receiver und Solid Redstone Wire. Dann nehme ich mal alle drei genau. mit. Ja, mal genau. Mal gucken, was wir davon brauchen. Und wie. Ja, wir brauchen auf jeden Fall alle. Einmal von dem Advanced Circuit raus. Mhm. Von dem Basic Circuit. Nee, was hast du jetzt gebastelt? Ich hab's schon wieder vergessen. Macht nichts. Ich nehme einfach mal eine Kiste mit. Mhm. Und da stecke ich dann mal alles rein. Und dann können wir uns das raussuchen, was wir brauchen. Hm? Genau, das klingt gut. So. Jetzt müsste mein Typ noch laufen. Der ist noch gar nicht angeschlossen. Aber wenn du ihm Strom gibst, läuft er los, ne? Ja. Nein, jetzt habe ich. So. Das war das, was du haben wolltest. Ja, genau, super. So, jetzt haben wir hier noch den Circuit Designer und wir haben hier noch den Circuit Assembler. Hui. Oh Gott. So, jetzt Abschaltung. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das sehe, was du da bastelst. Also, wir brauchen im Prinzip eine Konstante und einen Input. Siehst du die? Ja, ich sehe sie. Gut. Jetzt muss ich bloß mal gucken, wie ob der Item Sensor wie ist. Moment. Was für ein Signal gibst denn du aus? 1 gibt's jetzt aus. Okay, und du hast jetzt 126 drin. Das heißt, der wird wahrscheinlich bis auf 15 hochgehen. Mhm, nehme ich an. Gehe ich auch von aus, ja. So, dann gehen wir auf die Konstante 15. Aha, okay. Warte mal, nee, den Input, den kann ich nochmal, den Output kann ich nochmal löschen. Okay. Und jetzt nehmen wir einen Vergleicher, ein Equal. So, das Equal, wenn wir hier drüber gehen, active if both input values are equal. Das heißt, wenn die Konstante 15 und der Input von dem Item-Sensor dann auch 15 ist, und dann gibt er ein Redstone-Signal aus. Ich habe irgendwas verbunden. Ja, das macht nichts. Warte, das können wir. Nee, das können wir noch nicht. Jetzt, ich hab's gelöscht. So, jetzt. Okay. Okay. Also. Wenn du das Ding anklickst und du willst die Eingänge mit den mit anderen Ausgängen verbinden, wenn du mit dem Mausrad klickst, dann siehst du die Eingänge, die gehighlightet sind. Okay. Mhm. Und dann einfach mit Rechtsklick dann auf den Baustein, den du dann verbinden möchtest. So, und das brauchen wir im Prinzip zweimal. Weil wir haben ja zwei Inventare, die wir überprüfen wollen. Dann machen wir das einfach nochmal über ein Equal. Mhm. Jetzt habe ich schon wieder einen Output gemacht. Geh doch weg. Und wo ist es denn? Hier, da. Na. So, nein, du dahin und du dahin, genau. Okay. Und dann gehen wir über ein oder und. Was meinst du? Wenn beide Barrels voll sind oder wenn nur eine Barrel voll ist? Nur bei einem und. Wobei. Okay. Nee, warte mal. Wir brauchen eigentlich nur eine Sache, weil den Storage Drawer oben verpassen wir noch ein Void Upgrade. Dann kann es das eigentlich egal sein. Ja, okay. Uns gut, interessiert nur die Presse unten. Gut, dann brauchen wir das bloß einmal. Genau. Dann nehmen wir das wieder weg, das wieder weg, das wieder weg. Gut, und dann können wir im Prinzip hier einen Output hinpacken und verbinden das dann zusammen, schreiben das dann mit der rechten Taste Save to Schematic Item auf das Circuit Schematic. Warte, ich schau gerade. Okay. Rechts unten, genau. Und jetzt nimmst du das Circuit Schematic und tust es mal in den Circuit Assembler. Wo nehme ich es raus? Da unten. Da, in der Mitte, okay. Genau, ja. Okay, jetzt. Du packst es jetzt da oben. Rechte Seite, Mitte. Genau. Zwischen das,
Genau, und jetzt zeigt er uns an, was der für Teile braucht. Die habe ich jetzt auch schon eingepackt. Die habe ich noch von oben von der, von sag's mir doch, vom Bahnhof mitgebracht. Also wir brauchen 16 IO-Bus-Relays, 3 Backplanes, 2 Logic-Prozessoren und von den Arithmetik-Prozessoren brauchen wir in dem Fall nichts. Okay, ist so nichts so, Dramatisches dabei. Genau, jetzt kannst du noch den Würfel, den du gecraftet hast, da in das rote Feld reinpacken. Habe ich in die Kiste gepackt? Moment. Achso. Den Würfel in das rote Feld reinpacken, okay. Genau. Und der Bastler zusammen. Okay. Genau, jetzt hat er das quasi da drauf geknallt. So, so gut. Okay, jetzt können wir den Abschaltung. Okay, gut. Genau, jetzt können wir den Würfel nehmen. Ich nehme ihn mal. Okay. Jetzt habe ich das eingesammelt. Ganz toll. Ich auch. Macht nichts. Oh Gott. Es wird jetzt können wir den etwas Würfel viel. Ja, jetzt können wir den Würfel im Prinzip dahin stellen, wo wir wollen. Also den kannst du in einem Radius von 20 Blöcken von dem Sensor und von dem Empfänger quasi hinstellen. Also der muss nicht unbedingt an dem Block direkt sein. Aber ich hätte ihn tatsächlich unter das Conveyor Belt oder sowas gestellt, oder? Weiß nicht. Wir müssen ja von dem Block dann zu beiden Garden Glowsches ein Redstone-Signal ausgeben, oder? Ja, genau. Ah, dann könnten wir den im Prinzip hier hinpacken. Guck mal, hier hinten. Genau. So, dann können wir dann hier noch rausmachen und hier noch rausmachen. Dann gehen dann die Kabel weg. Och, Mann, ey. Immer das Zeug hier. Ja, ja, unglaublich. So, komm ich noch an die Kiste? Nein, komme ich nicht. Ich brauche einen Item-Sensor. Den verlinke ich jetzt gerade noch mit dem Basic Drawer. So. Okay. Nicht Hast mit du dem noch Basic, nicht, nicht, nee, 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 nicht mit dem Basic Drawer. Mit der Presse. Ach, stimmt, ja. Mit der Presse. Okay. So, was gibst du jetzt aus? Du gibst 0 aus. Du gibst 0 aus. Okay. Das heißt, die Logik stimmt nicht. Logik stimmt nicht, ja. Mach doch mal bitte Folgendes. Mess bitte nochmal, wenn ich die Kanone jetzt rausnehme. Du hast jetzt noch 0? Ja. Und jetzt? Jetzt habe ich 1. Okay. Ach, ja, okay, gut. Der misst bloß die leeren Slots. Okay. Also das ist jetzt kein, wie sagt man, Komparator, der guckt, wie viel drin ist, sondern der guckt einfach, da ist ein Inventarslot drin. Ist der voll oder ist der leer? Okay. Mehr ist es nicht. Das habe ich auch oben bei den Minecarts zum Beispiel benutzt. Okay. Spielt ja gar keine Rolle. Müssen wir bloß aus deiner Konstanten noch umstellen. Ja, genau. Aber das ist dann immer so, der wartet dann so lange ab, bis dann mindestens einer drin ist. Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich denke mal, mit einem Remote-Komparator dürfte es auch gehen. Ich gucke mal, dass ich mal nur so ein Modul herstelle. So einen Sensor. Okay. So. Ich glaube, da dürfte man sogar noch einen da haben. Von Testzwecken. Und ich brauche mal ganz dringend was zu essen, weil mein Magen knurrt. Ja, da ist sogar noch einer da. Sehr schön. Uhu. Bin gleich wieder da. Ich brauche, wie gesagt, nur was zu futtern. Hättest du was gesagt? Ich habe noch 29 Cooked Pork Chop. Also du magst kein Schweinefleisch? Doch, eigentlich schon, aber ich gucke einfach, was wir hier noch so an Biomaterial da haben. Ah, ja, jetzt passt es aber auch. Dann müssen wir den Dings dann nicht mal irgendwie umstellen. Das ist cool. Das zeigt mir 15 an. So, jetzt bin ich wieder mit vollem Magen und noch mit ein bisschen Essen unterwegs. Passt doch. Ich sollte langsam nicht mal Essen kochen, aber egal. Da kommt ein Bäckermann angerannt. Nein, nicht gerannt. So, hier bin ich. Hier, Komparator-Modul. Wenn du das in der Hotbar hast und hast das ausgewählt, dann siehst du hinten dran eine Zahl in Klammern. Das ist quasi das Redstone-Signal, was er ausgibt. Und wenn du Glück hast, dann siehst du es auch mal auf jetzt im Tropfen. 14. Ja,
Das passt. Ich würde sagen, wenn es 14 oder kleiner ist. 14 oder kleiner? Ja, für den Circuit dann. Ja, 14 oder kleiner, dann was? Das ist dann die Frage. Die Konstante wählst du, warte mal, du hast hier einen Komparator drin. Welche Möglichkeiten haben wir denn? Fixed Value. Reads, das ist der da hier. Or, no, and, not, XOR, equal, not equal. Dann machen wir not equal 15. Oder less. Wir haben beides da. Dann würde ich sagen less. Gut, also wenn die Konstante weniger als 15 ist, dann soll er das Redstone-Signal ausgeben, ne? Warte mal, less. So. Noch ein nach rechts, dann... das verbinden wir nämlich... Brauchen wir vielleicht noch einen Inverter oder sowas. Wie war das Verbinden mit den zwei Modulen? Also ich wähle das eine Modul aus. Also du hab den Eingang genau, du hast es, gewählt. Ja, du hast den Eingang drauf gewählt. So, dann gehst du mit Rechtsklick auf das Modul, was du dann verbinden möchtest. Ah. Genau. Und dann hast du ja immer noch das Modul ausgewählt, was du... Also den Eingang... Oh. Ja. Ja. Okay. Genau. Okay. Muss dann das Mausrad drehen, um den nächsten Eingang auszuwählen. Ah, okay. Jetzt, Zeller. Alles klar. Wenn also... Ja, das musste ich mir auch erklären lassen, obwohl es... Der hat es mit der Beschreibung, also hier mit den Tooltips, hat er wirklich sehr gut gemacht. Das hat er wirklich sehr gut gemacht. Hier ganz oben, wenn du beim Circuit Design das blaue I oder das weiße I in einem blauen Feld anklickst, steht alles drin. Hold left mouse to move it around, move it outside, the valid area will delete it. Use mouse wheel to cycle through its input sockets. Und right click another component to connect the currently selected input socket with the output of the component. Also wer lesen kann, der versteht das Ding einwandfrei. Also die Dokumentation davon in-game, die ist wirklich phänomenal. Ja, bloß die Konstante will er mich jetzt gerade nicht wegnehmen lassen, aber ich denke, das liegt daran, dass die noch verbunden ist. Genau. Ich will die Konstante weg haben. Okay, weil ich glaube nämlich, dass die zwei da oben falsch rum sind. Ich hätte nämlich gesagt, das muss so rum sein. In muss kleiner sein als die Konstante. Deswegen sage ich nämlich hier, dass da... Also der sagt, active if upper input value smaller than lower input. So, den da hier will ich eigentlich... Okay, dann machen wir ganz weg, ist egal. So. Es ist noch ein bisschen umständlich, es stimmt. Das da und dann hier einmal drehen und das da. Wenn der Inputwert kleiner ist als 15, so lese ich das jetzt, ne? Dann gibt dein Redstone-Signal aus. Und so, und wenn du dann mit der Bildlaufleiste ganz nach unten gehst, dann siehst du Redstone-Output. Da klickst du einfach mal drauf und dann gibt der unten dann in die, die Karten eingesteckt werden, gibt dann ein Output. Dann klickst du den Output an, genau. Schon passiert. Rechtsklick dann auf das Modul und passt. Okay. So, jetzt brauchen wir aber dann das, ist das das Remote Comparator, was ich einpacken muss? Nein, du brauchst jetzt wieder das Circuit Schematik, was jetzt hier noch in dem Circuit Assembler ist. Im Circuit Assembler. Okay. Das da. Stecken wir genau, das kommt da dann wieder da rein und dann kannst du das wieder draufladen. 15. So, dann Save. Abschaltung kleiner 15. Das packen wir dann wieder da drüben rein. Das packen genau, jetzt brauchen wir aber auch das Circuit Casing. Genau. Moment, ich eile, ich fliege. Nur die Ruhe. So. Und weil das Circuit Casing, was wir jetzt haben, schon quasi so, Relays, sowas drauf hatte, wird es jetzt keine verbrauchen. Ah, okay. Weil es sind nicht mehr dazugekommen und sind auch nicht weniger weggekommen. Okay, dann kannst du hier mal rausnehmen und dann mal gucken. Du brauchst den Remote-Komparator dann nochmal, ne? Ja, und ich brauche noch einen Sensor-Reader. Ich lege ihn dir Sensor-Reader. Ja, genau. Haben die unten den mit dir rein gleich.
Der Sensor Reader kommt jetzt irgendwo an das Circuit Casing dran. Mhm. Und in den Sensor Reader kommt dann quasi der Remote Komparator. Ah, okay, alles klar. Mhm. Genau. Somit hast du dann den Input. So, okay. Wenn du jetzt direkt auf das Circuit Casing guckst, dann siehst du hier drei Module in dem schwarz-grauen Feld. Das ist dann quasi unser Circuit, den wir aufgebaut haben. Ich sehe zwar nicht allzu viel gerade, aber okay, das mag durchaus sein. Ja, das kann sein, weil ich den jetzt aufgebaut habe, dass du nicht reingucken kannst. Ich glaube, das ist sogar noch ein Bug. Dann mach du das einfach mal. Weil ich kenn's ja im Prinzip. Ja, ich muss langsam rauskommen. Komm doch wieder raus. Ja. Legst du in die Kiste. Einmal. Oder? Ein Teil fehlt mir dann immer noch. Oder ist es jetzt in die Kiste? Nee, das ist noch da. Das also, brauchst du nicht. Das steht noch da, okay, alles klar. Genau. So, und wenn ich jetzt... jetzt sehe ich genau das Feld, das wir gerade aufgebaut haben, mit den drei, mit den zwei Sachen, die ihr vergleicht, mit dem Less-Vergleich und dem entsprechenden Wert. Okay. Genau. Dann hast du hier Offline in der Mitte der Button. Den kannst du dann in verschiedene Zyklen einstellen. Was haben wir? Also wir haben Clock, dass er das eben kontinuierlich macht. Interrupt. Und Interrupt 2, was das jetzt genau bedeutet, weiß ich nicht, kann ich jetzt leider nicht sagen. Aber wir brauchen im Prinzip das Clock Mode, dass er das immer im 1-Sekunden-Tick-Intervall macht. Okay. Also wobei er prüft dann alle Sekunden. Ja, ich denke, das kann man auch noch höher stellen. Ja, gut. So, okay. Dann hast du hier noch zwei Buttons mit BB. Das eine ist der Input, von welcher Seite der Input kommt. Und auf welcher Seite dann der Output kommt. Also der Input kommt von oben. Müsstest du, glaube ich, auf Top stellen. Jetzt steht er auf Top. Und unten der Ausgang, je nachdem, wo wir dann eben das Kabel anschließen. Steht gerade halt im Moment ein wenig blöd, ne? So, ja, habe ich mir auch gedacht. Leider haben wir keine zwei Ausgänge. Sonst hätten wir einen hinten, einen vorne machen können. So, da, wo du stehst und da, wo ich stehe. Wie wäre es, setzen wir ihn einfach einen Block höher? Das können wir natürlich auch machen, ja, dann können wir es von unten weggreifen. So, du hast hier noch offen, gut. Okay, dann bauen wir das halt gleich nochmal auf, ne? Dann haben wir es auch alle mehrfach gesehen. genau. Weil Wiederholung tut immer gut, nicht? Ja, so, das so, dann das da oben drauf. Ich sammle hier jede Menge Items ein. Von oben bekommt er das Signal und zum nach unten gibt er aus. Gut, und jetzt müssen wir den Block drunter natürlich wieder wegnehmen. Nee, lass ihn doch da. Pack da, geh mal aus dem Loch und dann kann ich dir auch noch den letzten setzen, genau. Okay. Also habe ich auch noch ein bisschen was eingesammelt. So. Achso, ja, den Block unten drunter müssen wir ja wegnehmen, wenn wir das... ja, okay, gut, ich hab's verstanden. Jetzt weißt du, was ich meine. Okay, alles klar. Ja. gut. Komm raus. Ich gehe hier auf der anderen Seite raus, weil wenn da die Kabel dann hinkommen... So, ich gehe mal weit weg von den Canola-Seeds und allem drum dran. So, und ich würde jetzt persönlich sagen, ich nehme einen Solid Redstone Wire und verbinde das einfach damit. Ja, du brauchst noch den Emitter und der Receiver kommt quasi an das Ziel. Okay. Und dann, die Redstone Wire, die verbinden im Prinzip nur den Emitter und den Receiver. Das heißt, ich muss jetzt da unten einen Receiver nehmen oder nein? Ein Emitter eigentlich. Nee, ein Receiver. Er muss ja das Signal empfangen. So hätte ich jetzt gesagt. Du, ich bin da selbst noch nicht richtig durchgestiegen. Okay. Aber ich glaube, wir müssen die dann direkt von unten ansteuern. Von unten? Ja, da komme ich jetzt natürlich nicht hin. Ja, also die Lost. Ja. Okay. Dann. So. Und da muss dann der. Was hast du denn hier jetzt? Hey, hast du einen Receiver, da muss dann der Emitter hin. So. Mit, andere Seite. Mit Shift-Rechtsklick kann man, wenn man die Mod nicht drin hat, um die Items aufzuheben, kann man die Kabel enden. Quasi manipulieren, dass die nicht überall rumstreunern. Mit Shift-Rechtsklick, wahrscheinlich leere Hand, nehme ich fast an. Ja, genau. Aber ich glaube, dann nimmst du eher das Kabel auf wegen anderen Mods, die es da noch gibt. Ja. Ja, das ist dann eine Config-Sache. Okay, gut. Aber das ist jetzt hier... Jetzt...
Aber jetzt ist die Frage, kriegt er ein Redstone-Signal oder kriegt er keins, ne? Nachdem das Ding voll ist, sollte eigentlich... Wenn du hier in den Circuit Casing reinguckst, dann siehst du ja das dritte Modul. Ist es jetzt hell erleuchtet oder nicht? Wenn du drüber gehst, dann siehst du minus 1, wenn es ein Redstone-Signal ausgibt. Ja, gibt ein Redstone-Signal gerade aus. Okay. Dann kann es unter Umständen sein, dass die Cloches nicht mit dem Redstone-Signal arbeiten können. Habe ich einen Hebel einstecken, zufälligerweise? Nein, natürlich nicht. Die Cloches an sich kann man mit dem Hebel ausschalten, das geht. Ja, aber die Frage ist, wo? Aber auf der Vorderseite ist ein Punkt irgendwo, da kann man den, wo ich gerade rüberkomme, zeigen. Ja, das sind vorne und hinten, das ist jeweils ein Punkt. Einer davon ist für Wasser rein, raus. Und jetzt ist die Frage, wo gehen... Ich nehme mal kurz die Seeds raus, weil wir haben hier so viel. Ich hab... Oh Gott. Nein, schau nicht rein. Nimm, schmeiß in die Kiste. Okay, jetzt kann es doch nicht sein, dass wir mit den Emitter und den Receiver natürlich auch noch falsch rum haben. Was war das? Es müsste eigentlich vom logischen her müsste es eigentlich passen. Sehe ich auch so. Der gibt ja eins aus, der empfängt es quasi und der muss es ja ausgeben. So habe ich das, so lese ich das, ja? Ja, genau. Da an dem goldenen Punkt muss man den Hebel dran machen. Ah, okay. Ja, das können wir ja dann hinten dran machen. Genau, dann nehme ich hier nämlich nochmal das da hier weg. Das nehme ich mir auch mal weg. So, dann du dahin und du dahin. Und du weg und du weg. So, jetzt lege ich da nochmal ein Seed rein. Mit welchem Werkzeug machst du das weg? Mit der leeren Hand, oder? Ja, leere Hand, rechte Maus. Shift, rechte Maustaste, leere Hand. Aber wie gesagt, wir haben eben noch die Mod, wo man Items aufwägt. Das ist noch so eine kleine... Muss man halt in der Config umändern. Okay. Ich habe das zum Beispiel auf die kleiner größer Zeichen gelegt, dass ich die Kisten aufheben kann und sowas. So, ja, gut. Warte mal, ich mache mal kurz einen Disconnect. Oh, Entschuldigung. Ich mache mal kurz einen Disconnect. Und dann wieder drauf. Und da müsste ich nämlich auch sehen, was du da also in den Dings reingucken können. Ja, genau. Ja, da gibt im Moment ein Signal aus, das stimmt. Ich hatte oben im Sensor Reader auch noch vergessen, den Remote Comparator einzupacken, aber. Ah, okay. Ihr müsstet auf der anderen Seite vielleicht noch ein Drawer hinmachen, da läuft nämlich die Kanula auf. Ja, wir versuchen das eben gerade beizubringen, dass er kein Kanula produzieren soll, wenn in dem. In der Presse genügend Kanula drin ist. Das ist gerade das, was wir versuchen. Also versuchen. Ja. Tut er noch nicht. Redstone-Signal gibt er aber ordnungsgemäß raus. Also die Logik stimmt. Jetzt müssen wir im Prinzip bloß noch gucken, dass die Cloche dann das Signal annimmt. Bin jetzt gerade mal am gucken. Haben wir noch einen Repeater da oder sowas? Ja. Ich baue mir hier mal den Hebel ab. So. Brauche ich nicht laufen, um mir einen Hebel zu holen. Okay, also ich habe am Block daneben einfach ein Redstone-Signal jetzt ausgegeben und sie hat gebremst. Okay. So, warte mal, ich möchte jetzt gerade mal gucken, ob er... Ne, das macht er nicht, okay. Aber... Ja doch, doch, Tatsache, macht er. Also den Repeater befeuert er. Dann ist das Signal anscheinend, oder es gibt irgendwie noch so einen kleinen... Ja, weiß nicht. Kleines Problem, dass die Gartenklosche das Redstone-Signal nicht erkennt. Haben wir... Okay. Machen wir es so, anders holen wir uns doch mal noch zweimal Redstone. Ich weiß, das ist falsch, aber
Entschuldige CD, aber ich hole jetzt einfach mal zwei Redstone und wir gucken mal, ob man das einfach mit einem simplen Redstone-Kabel machen kann. Und dann wirst du uns dann wahrscheinlich erzählen können, was wir falsch gemacht haben. Hm? Bestimmt, ja. Aber das gleiche Problem hatte ich, glaube ich, auch damals, wo ich das bei deiner Farm da hinten ausgetestet hatte. Mhm. So. Aber es macht ja nichts, aus vielen lernen wir. Hm. Ja klar, natürlich, natürlich, nur so. Power 255, das könnte es vielleicht sein. Dass er nicht 15 rausgibt, sondern direkt 255. Und dass er das nicht erkennt. Mhm. Das ist gut möglich. Ich weiß bloß nicht genau, wie man das dann runter transformiert kann auf 8-Bit. Also, dass er nur 15 rausgibt. Also ich habe jetzt hier zumindest keinen, ich sehe keinen Redstone. Es kann aber auch sein, dass ich hier das irgendwie anders ver... Doch, jetzt habe ich ein Redstone-Signal. Ja. Und er wächst trotzdem noch weiter. Ja gut, das zweite Redstone wirst du wahrscheinlich einen Block höher setzen müssen. Oder eben, ja, weil der sich eben nicht verbunden hat. Oder hier vorne hin. Eins von beiden. So? Ja. Ja. Ja, jetzt hat er, jetzt, ja genau, jetzt hat er aufgehört. Mhm. Genau. Kann es sein, dass man den. Ah, kann es sein, dass man vielleicht den Receiver einfach nur eins hochsetzen muss? Der Receiver an sich gibt auch ein Redstone-Signal aus, ja. Also ich meine den Emitter. Achso, das habe ich ja auf der anderen Seite schon gemacht. Noch eins höher. Also noch eins höher? Das kann sein, ja. Nicht, dass das die einfach sein. Nur. Hast du noch... warte, ich bin gerade mal. Redstone Solid. Wo ich noch so ein Redstone war, ja? Ja. Ich muss rum. So. Dann haben wir hier noch ein Solid Wire. Ja. Ich habe den Eindruck, dass er bremst. Ich sammle mal da vorne auf. Im Moment gibt er 0. Also im Moment ist es voll. Jetzt müsste er theoretisch, ja, dann müssen wir vielleicht den Wert von 15 noch ein bisschen, können wir den Wert von 15 noch ein bisschen kleiner machen? Klar, wir könnten den auch auf 8 stellen, dann ist er halb voll. Genau, dann nehme ich mal die Canola, sieht sie mich mal raus, sonst haben wir hier wieder einen Überlauf. Okay. So, dann brauchen wir aber nochmal das Circuit Basing. Circuit Casing. Jo. Oh Mann, ey. nimm doch raus. Ja, okay. So, ich packe das dann schon mal hier noch nicht rein. Da brauchen wir noch das Circuit Schematik. Genau. Packe ich jetzt mal hier rein. So. Die Konstante, willst du die ändern? Nö, nee, mach ruhig. Ich. Okay, gut, dann. Ich guck dir da, zu. 9 oder 8? Mach mal 8. Genau. Dann hier auf das Schematik drauf. Achso, ja, warte mal. Kleiner 8 dann. Genau. Abschaltung, kleiner 8. Dies genau, klingt gut. Rein. Und dann wieder das Circuit Basing, Casing, Basic. Gut. Mann. So. Dann packen wir das wieder dahin. Müssen wir bloß noch Top und Bottom. Und einmal auf Dings. Gut, okay. Warte, ich schmeiß da nochmal da hinten die Canolas rein, die mir noch überdrüssig sind. So. Okay. Abfallbehälter. Nee, er stoppt nicht. Er stoppt im nicht. Moment darf er auch nicht stoppen, weil es sind nur 30 Stück drin. Achso, okay. Im Moment tut er. Aha, tut er. Im Moment gibt er 8 raus. 37 sind drin. Eigentlich müsste er jetzt dann langsam aber sicher stoppen. Ja, wie gesagt, er gibt. Was gibt er denn jetzt raus? Er gibt 9 raus. Ja, gut, für den Bereich haben wir nicht. Ja, das ist jetzt größer, der Bereich, gell? Mhm, eigentlich schon. Er gibt aber kein Signal aus.
Ja, jetzt haben wir schon 11. Ja, er wird langsam voller. Irgendwo hat man einen Denkfehler. Oh Gott, was war das denn? Das klang nach einem Fahrzeug. Richtig. Frag mich aber nicht, was für eins. Motorrad? Klang fast. Nee, nach dem Motorrad klang das nicht. Okay. Das klang fast so wie das Knurren von Ollis Magen. Er ist wohlgefüllt. Okay. Nicht nur mit Kaffee. Okay. Also der Komparator. Warte mal, der Remote-Komparator gibt 12 aus. Dann müssen wir es vielleicht so machen, dass der, wenn er größer 9 ist, dass er dann ein Redstone-Signal ausgibt. Du meinst, dass es umgekehrte Logik ist? Genau. Kann ich mir fast nicht vorstellen, zwar, aber okay, wir probieren es mal aus. Dreh mal ja, gut, im Moment gibt er kein Signal aus. Oben haben wir 12, unten haben wir 8. Sehe ich gerade im Moment nicht, aber okay, ich glaub's dir. Ja, weil ich den Block wieder aufgebaut habe. Ja, klar. Du dann abbaust und aufbaust, dann siehst du das Gleiche. Ja, klar. Okay, dann gib nochmal her. Dann machen wir aus dem Kleiner. Ein Größer. Ein Größer, genau. Warte mal, das weg und das weg. So, wo haben wir denn das Größer? Da, Greater Equal. Ui. Den Out habe ich gerade gesetzt. Ah, okay. Ja. So, das dahin. Und dann dahin. Die Konstante weg. Dann haben wir den Output. Im Prinzip könnte man doch da noch einen zweiten Output hinmachen. Ne? Dann muss ich mir das nicht von unten anschließen. Machen wir später vielleicht mal. Genau. So, okay. Also, der größer gleich. Active if upper input value greater or equal. Das heißt, ja, genau. Sobald der Remote Comparator Sensor sagt, er ist größer als 8, dann müsste er ein Redstone-Signal ausgeben. So, okay. Machen wir größer gleich 8. So, dann haben wir das da. Dann nochmal das Schematik da rein und dann hier nochmal durchassemblen und dann müsste es eigentlich funktionieren, theoretisch. Theoretisch. Ja, von top kriegst du das Input-Signal und von unten gibst du, ja, jetzt hat er auf jeden Fall ein Redstone-Signal, was er ausgibt. Okay. Aber jetzt gehen wir. Die Seeds habe ich, glaube ich, auch nicht, du hast... Nee, er macht es immer noch nicht. Das ist anscheinend wirklich das Problem von der Cloche, dass der das Redstone-Signal nicht erkennt oder anerkennt. Das ist schade. Dann machen wir es anders. Machen wir uns doch die Arbeit einfacher. Ich nehme jetzt mal das hier weg und setze das dann das da dahin. Und dann machen wir hier noch dann so. Es müsste eigentlich auch möglich sein. Gute Warte Nacht, Helami. Nee, ja. Doch, na verdammt. Achso, gute Nacht. Entschuldigung. Nein, warum gehst du jetzt nicht? Man kann nämlich die Kabel auch schön covern. Nee, lass doch mal, ist erstmal egal. Wir wollen ja okay. Funktion. Außerdem, das Redstone-Emitter-Wire geht in die falsche Richtung. Das soll zum Redstone. Ah, okay. Moment. Genau. So. Machen wir das auf der anderen Seite auch so. Dann haben wir auch gleich was Visuelles. Ah, okay. Ja, so stoppt er, gell? Du bist gemutet. 55 sind drin. Das passt. Und jetzt, wenn ich die Hälfte rausnehme, müsst ihr doch wieder loslegen, oder? Ja. Na? Ja, Redstone-Signal ist ausgegangen. Canola-Seeds werden wieder produziert. Jo, genau.
Ja, vielleicht ja, wenn. Ehrlich. Okay, dann machen wir das auf beiden Seiten einfach so und dann ist das auch okay so, hätte ich gesagt. Ja. Und wenn CD dann uns irgendwann nochmal erzählt, wie wir das richtig machen, dann tun wir das gerne. Richtig machen. Genau. Ne? Den mal raus, den mal rein. So. Dann können wir auch hier noch ein Canola-Seed gefahrlos reinlegen. Ja, wunderbar. Und dann müsste das Teil in der Mitte einfach nur maximal halb voll werden, sag ich mal. Ja. Gut, sieht doch hübsch aus. Ja, sieht echt hübsch aus. Mhm. Und vor allem, es blinkt so schön. Okay. Also wir haben jetzt nach ca. 55 Minuten ein rotes Blinklicht. Passt doch, ist doch super. Ist ja genial. Ich glaube, wir sollten uns was... Okay, ja. Macht doch nichts. Wir haben jetzt eine stabile Energieversorgung. Canola-Öl ist drin. Das ist alles voll, das ist alles voll, das ist alles voll. Super. Das passt ja schon fast zu dem, was ich eigentlich in der nächsten Folge vorhabe. Ha. Wir haben nämlich noch eine Quest offen. Ui. Da machen wir uns was ganz was Teures. Ach du Schande, jetzt bin ich mal gespannt. Jo, so, kriege ich meine Sachen hier auch noch. Oh Gott, die Kiste ist schon wieder voll. Ja. Ich nehme mal... Braucht jemand Canola? Wolle Canola kaufe? Ja, genau. Ja, da ist auch nicht genügend Platz drin, egal. Dann... Ach stimmt, da ist ja noch was. Da kannst du es auch noch zur Not reinschmeißen. Ja. Nö, dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken, was wir mit der Energie hier anstellen oder ob wir da irgendwie interessante Sachen machen können. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, gebt uns auch einen Daumen nach oben, ein Liken, plus eins. Ihr könnt natürlich auch gerne Kommentare schreiben, die lesen wir gerne, beantworten wir gerne. Ansonsten bleibt uns nur noch eins zu wünschen. Habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüssi. Tschüss.